EA Sports. It's in the game. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Battle-Projekt zwischen meinem Freund Nick, der hier bei mir am Stissel ist. Jo. Und mir ist Slokin104 alias Nico. Wir sehen hier im Bild Juni, der eine Grätsche von Lampard ausweicht und der große Schriftzug des Spiels, das wir spielen. Wieso sage ich das überhaupt? Ihr habt den Titel des Videos bestimmt schon gelesen. Naja, ich spiele das neueste Spiel auf dem Markt. FIFA 10. FIFA 10. Nun, was gibt's dazu zu erzählen? Ach, nicht viel eigentlich. Außer, dass mein FIFA 14 zerkratzt wurde. Ja, und ja, andere Spiele. Ah, hier. Drei Spiele wurden zerkratzt. Hier hat man gleich am Anfang schon mal gesehen, Tricks vom Niklas. Wäre geil, wenn du den Controller so anscheinend super vorbereitet wird, sei natürlich hier am Wie Schluss. Immer, also eigentlich wollten wir ja sie aufnehmen. Aber es gibt ein kleines Problem mit dem Internet, deswegen. Das ist gut. Genau. Zufällige Teams. Okay, los. Alles klar. Los. Was, international oder was? Ja, los jetzt. Okay, gut. Ja, hab ich schon gesagt. Okay, gut. Du bist bei Team mehr. Also gut. Polen gegen Polen. Ne, okay, da. 1, 2, 3. Frankreich liegt 1 gegen Türkei, Türkzell Super League. Vielen. Gehst du erstmal ins Teammanagement? Oh ne, ist mir wurscht, Alter. Einfach spielen. Spieleinstellung, Alter. Hier. Spielen einfach. 6 Minuten reicht, oder? Ja, fast schon. Normale Geschwindigkeit, ja, okay. Ja, aber nicht um jetzt. Ja. Du bist doch in der Einstellung, Alter. Wer ist hier Spieler 1? Du hast die Tricks gemacht, oder nicht? Oh. Achso, nee, das ist jetzt natürlich Nico. Das ist von die Ernie-Lache. Ich? Ja. Nee, halt's Maul. Klar. Lass mich in Ruhe. Genobel-Items hat der für die Frisur, alles klar. Genau. Sebastian Hellmann. Ja, auch von mir. Alte Box. Ich hatte schon die neue Xbox am Start hier. Ein tolles Fußballspiel. Natürlich. Natürlich. Da hab ich mir gedacht, komm, hol jetzt mal Xbox. Ich weiß, sieht richtig episch aus, oder? Ja, Thomas hat den Ball. Ich bin rot, er ist blau. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners unterbindet. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Okay, auf jeden Fall, ich hatte die neue Xbox One daheim. Hat nicht funktioniert, das Teil. Ich hatte den Green Screen of Death. Deswegen muss ich jetzt PS4, aber ganz einfach. Ich bin einfach genervt jetzt von Microsoft. Ich meine, wieso bringen sie eine nicht vollkommen intakte Konsole auf den Markt? Es gibt den Black Screen of Death, den Green Screen of Death, es gibt alles of Death, den Red Ring of Death gab es bei der früheren das Xbox, Motto, hatte ich zum Sicherheit Beispiel nicht. Zuerst. Meine zerkratzt nur sämtliche Spiele. Was nicht so gut ist. Eine PS3 hatte ich auch mal noch rechtzeitig abgefahren. Die habe ich sogar noch am Start. Echt? Gar nicht. Aber mit FIFA 13 am Start. Ja, so das war bei FIFA 13 auf jeden Fall. Ja. Hier, sollen wir das hier als kleines 500 Abonnenten-Special ansehen? Stimmt! Was meinst du? 500 Abonnenten, Wahnsinn, echt. Richtig nice. Richtig. Der Support. Echt. Ja. Richtig. Da der Abwehrspieler blockt den Ball ab. Nee. Echt groß, Dankeschön daran. Ja, 546, 47. Er kommt zwar an den Ball ran, kann ihn aber nicht kontrollieren. Ja, war doch noch einer dazu. Wir sind ungefähr 50 Abonnenten zu spät. Oh. Unsere. Oh Gott, was war das bitte? Da fehlt ja, nicht viel. Wo waren wir jetzt? Bin ich voll raus. Für dieses Foul müsste es eigentlich Freistoß ja, geben. Oh, damit haben sie nicht gerechnet. Genau. Jetzt habe ich voll den Faden verloren. Oh, ja. Wo waren wir da? 500 Abonnenten. Super, 500 Abonnenten. Richtig krass, Alter, wirklich. Ja, das ich, jetzt macht den Tor, ich glaub's nicht. Durchgesetzt. Nein, was war das? Okay. Genau. PS3, wir nehmen bei dir auf, FIFA 13, keine Ahnung. Martil. Wir müssen uns mehr spielen, battlen hier, also. Und weg ist der Ball, das ging zügig. Oh, jetzt hast du ein Problem. Jetzt hast du ein Problem. Jetzt mach ich den so und dann mach ich den rein. Oh, der war auch knapp. Knappe Scheiße. Aluminiumtreffer. Sag ich jetzt mal nichts dazu. Machst das nur sofort wiederholen. Ja, damit ich spät drücken kann, dass man vorspulen muss. Ja, für die Zuschauer hier, wer das doch nochmal sehen will, einfach zurückspulen. Mittlerweile kann man auch die Geschwindigkeit einstellen. Mit dem das Video abgespielt wird. Ich habe hier schon wieder irgendwelche Scheiße. Nun gut. Okay. Gut abgefangen hat er da den Ball. Nun!
Was findet ihr eigentlich besser? PlayStation oder Xbox? Die ewige Diskussion. Ja, schreibt es doch in die Kommentare. Schreibt es doch in die Kommentare. Oder ist jemand von euch Nintendo-Fan? Und jetzt? Was sagt ihr? Ist es okay, dass Microsoft so kleine Probleme hat? Oder denkt ihr, das geht gar nicht? Ja, da war so. Ist da eure Meinung dazu? Ich bin auf jeden Fall richtig genervt. Ich hier abkotzen will. Ja, da wird der Trainer. Ich habe mir ja gar keinen Xbox One oder PS4 geholt. Weil? Weil genau in den Lauf kommt der Ball. Mhm. Und sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Ja, super, weil wir halt hier los sind. Und im Nachhinein so, wenn ich mir jetzt klasse abgeblockt, der Ball war im Tor aus, schießt sich der Eckball. Schon zurückgeschickt, ich will jetzt nicht sagen, wo ich sie bestellt habe oder so. Echt? Um mir keine Schleichwerbung zu machen. Ich glaube, das kennst du sowieso schon. Er flankt. Das war eine ganz knappe Kiste. Ja, ist jetzt natürlich blöd. Ne? Ja, auf jeden Fall, ich hole mir jetzt das PS4-Bundle mit The Last of Us Remastered. Ja, kurz aus dem Tritt geraten. Wahrscheinlich aus dem Geschäft, weil ich habe meine Xbox One im Internet geholt. Also das erste, also die kaputte Version. Ganz faire Aktion war das. Deswegen jetzt mal probieren, wie das Ganze aussieht, ja, wenn ich sie im Geschäft abhole. Und noch eines der Mannschaftskameraden. Wir waren übrigens in Italien im Urlaub und da hätte sie 1 Cent günstiger gegeben als hier. Und diesen Zweikampf, den musste er einfach gewinnen. Ja, ich weiß nicht, hast du nicht zugegriffen? Weil ich, wenn sie kaputt wäre, nach Italien zurückgehen müsste. Ich weiß nicht, wie das so ist mit GameStop. Der Ball fliegt nach vorne. Das ist eigentlich auch Schleichwagen, aber egal. Und findet auch noch den Mitspieler. Und jetzt geht er vorbei. Hey, jetzt ist er da. Oh Gott, der was macht der denn, Alter? Oh Gott. Unter dem Ball, deswegen trifft er es. Egal, GameStop. Richtig nice, gehe ich immerhin, kriege ich jetzt 50 Euro dafür, dass ich das pro GameStop. Ich finde GameStop eigentlich gar nicht so geil. Also GameStop? Es ist GameStop. Du weißt das gar nicht. So jetzt. Meinst du GameStop? Das hätte doch der Ausgang. Okay, und du findest es nicht geil. Ja, du weißt doch, wo wir in Riemann haben. Schade, ne? Ja. Und wir wollten uns Steam-Gutscheine holen. Aha. Ja, und wir waren bei GameStop am Anfang. So, jetzt geht er ab, aber was macht er draus? Stimmt, genau, dann waren wir bei Saturn. Und die haben es einfach über die Kasse gezogen, einfach zack, zack, okay. Hochkonzentriert. Fertig. Nicht mal Ausweis und gefragt. Und dann will GameStop Saturn Konkurrenz machen mit sowas. Ball im Haus, hat einen Einwurf. Weil echt viele Leute, ich weiß ja nicht, wie es so aussieht, aber ich glaube, echt viele Leute sind auf Steam einfach, weil es einfach eine riesige Spielauswahl gibt. Logisch, wirklich. Logisch. Und auch Indie-Entwickler. Jetzt kommt die Flanke. Bringen super Spieler raus. Ja, Benesch, der Kerl, ein Programmierer, so ein Spiel zu auch nicht eingegangen, erklärt zum Einwurf. Ja, Ball beim Haus, das gibt Eckball. Ecke und Tor. Ecke und Kampfball. Oh Gott, was war das? Ich habe ganz normal, ganz leicht. Ich habe sie gestreichelt. Ja, genau, so ein Treffer, aber er muss noch weiter warten. Wo wir jetzt ja für über 500 Abonnenten haben, ja, lohnt sich's vielleicht sogar mal so eine. Und so hältst du diesen Angreifer nicht. So eine Frage zu stellen. Wirklichkeit jetzt. Oh Gott. Ja, das war ich da Millimeter vorbei. Und zwar, was ihr euch denn wünschen könnt. Ich meine, okay, 500 Abonnenten ist jetzt nicht so viel, aber doch schon eine Menge dafür, dass wir eigentlich nur so ein bisschen so zum Spaß eigentlich Videos gemacht haben. Genau, um mal zu schauen, einfach so. Wie es so läuft. Ja. Und 500 Abonnenten ist natürlich dann schon irgendwie eine Rückmeldung, um mehr zu produzieren. Klasse, wie er sich da gelöst hat. Wer war schulisch und so, weil er noch, oh Gott, noch in die Schule gehen und ja. Aber was ihr wollt, wollt ihr lieber FIFA 10? Nee, FIFA 10 ist jetzt ja, eigentlich nur so gespielt, um so ein bisschen zu quatschen. Tafel hoch, 3 Minuten und werden so über die Abonnenten und alles. Ja. Aber was ihr euch wünschen würdet, mehr DayZ-Videos, obwohl weil ja auch viele YouTuber einfach aufhören. Sarah, mit DayZ-Videos, da sind wir natürlich und jetzt... weg ist der Ball. Ja, da hätten wir jetzt vielleicht einen Vorteil, aber halt auch der nur... Foul, der Schiedsrichter hat es genauso gesehen, Freistoß. Anschaut. Weißt du, das ist so DayZ-Video, vierte Aufnahme, so null Aufruf. Vorsicht, komm, da hat nicht viel gefehlt, und, oder? Und ja, da viele aufhören, wie Sarah, Punkt, Komma, Null... Ich glaube, Pizza Meet, weiß ich nicht, verfolge ich gerade nicht so. Aber einfach sehr, sehr viele Leute hören einfach auf zu spielen, weil es wegen Hackern und so. Ja, es nervt auch. Ja, es nervt wirklich. Es nervt wirklich. Schön hat er das gemacht. Oh, von der Trickser-Torwart. Ja, so einfach geht's dann auch wieder nicht, oder? Nein, dafür ist der Torhüter da, also den kann er problemlos abfangen.
Schiedsrichter hat die erste Hälfte abgepfiffen. Das war die erste Hälfte. Da können wir ja eigentlich, was die Halbzeitanalyse angeht, ja, ne? Sich relativ schnell. Ich war noch gar nicht fertig eigentlich. Ja, stimmt. Ich bin weniger auf dem Platz. Ja, bin dabei. Die Statistiker können ja Pause drücken. Also, so, Schiedsrichter, ob Daisy lieber, Daisy sehen wollt. Oder ob ihr auch sagt, nee, verfolge ich jetzt nicht mehr so wegen Hackern und so, spiele ich auch selber nicht mehr oder habe ich gar nicht gespielt. Oder da freut sich der Trainer. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Und jetzt kommt der Freistoß. Scheiße. Ja, und abgeblockt. Oh, du Duselkind. Jetzt wird es nochmal richtig spannend. Oh, jetzt wird es nochmal richtig dramatisch. Ja, wir können auch Genres nennen sozusagen. Also wollen wir lieber Action-Spiele, lieber... Lieber, ob wir uns battlen, ob wir zusammenspielen. Action-Spiele wie Daisy, Strategiespiele wie Daisy. So ihr könnt natürlich auch Daisy haben. Immer so schön ein Tor. Oh, Kopfball. Sebastian, das wie aus Glück dem Himmel fiel. Ja, und dass sie ihre Chance genau so nutzen, wie sie es jetzt gemacht haben, das macht das Team vielleicht aus, jetzt noch bis zum Ende dieser Partie. Und dann ist es viel zu aggressiv. Das will niemand sehen. Dich will niemand sehen. Gut gemacht. Deine Mutter sperrt ihn immer weg. Ist auch heute sehr präsent. Nur, weil du aus dem Leben erzählst, müssen wir nicht... melancholisch werden. Ja, ist okay. Das sage ich jetzt zum 10. Mal. Ob ja, wir solche Sachen wie Daisy oder wir können auch mal überlegen, wirklich einfach vielleicht Assassin's Creed mal aufzunehmen oder so. Boah, Assassin's Creed, ich bin echt nicht so ein großer Fan von Assassin's Creed, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, weil... Batil. Ich meine, Assassin's Pass. Creed, das ist eher so... Also ich weiß nicht, ob man das so aufnehmen sauber gespielt kann, und er war sofort zur Stelle also, und konnte die Meister dadurch abwenden. Also wenn man das Spiel, also wenn man das Spiel halt schon feiert, irgendwie jetzt das Vierer zum Beispiel, das ist zwar schon ein bisschen älter, aber als dann neu rausgekommen ist, habe ich mir schon Videos und so angeguckt. Halt. Oh, das ja, geht auch mal ab. Jetzt kommt Assassin's Creed Unity raus. Ja, es wird richtig. Auch diesen ganzen Next-Gen-Hype finde ich jetzt wirklich super. Also, ja, ja. Super Spiele kommen raus, Far Cry 4. Far Cry habe ich noch nie gezockt. Far Cry? Ich schon. Auf dem PC habe ich den Dreier. Und so bereinigt man eine solche Situation. Ist es mehr Survival oder einfach nur Abschießen? Ja, also es ist schon eher mehr auf Shooter. Also Survival ist da nichts. Survival ist nichts. Es gibt auch Taktik. Ja, beruhig dich. Es gibt auch Taktik. Besitz wieder für den Gegner. Man kann auch schleichen. Wow. Wahnsinn. Batil. Nee, aber es ist echt nicht schlecht. Das sieht gut aus. Das beste Spiel ever, The Hunter. Ja, zumindest schafft er es, den Gegner zu stören. Es ist so ein Spiel, du hast ein Gewehr und GPS-Gerät und du folgst Spuren von Tieren und du musst so solche Spiele zu kommentieren und du musst halt so sneaken. Ja, absolut. Ja, also keine Ahnung. Oder wir können auch die besten Daisy halt oder was gibt's noch so gerade, so was wir machen können. Können auch mal für mich ist es eher eine Fehlentscheidung, aber von hier oben haben wir immer leicht reden. Genau, einfach Nikos Kanal einfach, Diskussion können wir reinstellen, hier, was ihr wollt. Und ihr schreibt einfach den Spieltitel rein, wir schauen uns das an. Wenn wir sie geil finden, kaufen wir sie uns was halt mehr Stimmen hat, zocken wir dann an und andere Spiele dann später irgendwie. Du musst doch schauen, wie wir Bock haben, ne? Also sauber vom Ball getrennt. Ja. Das Problem ist immer, also ich sag's ja, gleich. Es ist ein super geiles Spiel und so, wir kennen es. Er will sich aus der Gefahr befreien, schon mal befreien, aber das klappt so nicht. Und so, ne? Ja, ja, und es ist schon einfach völlig abgezockt jetzt. Und man will es einfach nicht mehr abzocken, dann ist es schon ziemlich abgezockt. Dann haben wir keine Ahnung. Ja, jetzt hat er den Pass klasse gespielt. Ja, jetzt müsste er flanken. Okay, ja, das war aber keine So, mein Freund, ich hätte auch, jetzt müssen wir langsam was leisten hier, steht 1-1. Ich hätte auch, und so unterbindet man das Angriffsspiel des Gegners. Was ich auch ultra geil finde, finden würde, wäre einfach, wenn Leute aus der Community jetzt, 500 Abonnenten sind ja doch immerhin 500 Leute. Ein Punkt ist zu wenig, Bock hat, die wollen ja hier gewinnen. Gehabt haben uns abonnieren. Mitleid, okay, dann bleiben vielleicht noch 100 übrig, aber... Ich fände es auch ultra geil, wenn irgendwie, wir wohnen hier in München und so, und würde ich ultra geil finden, wenn sich irgendjemand melden würde, der Bock hätte, auch mal mit uns zu zocken, weil zwei Leute sind zwar schon geil, aber dann auch so irgendwie Special-Folgen zu machen von verschiedenen Spielen, einfach mit mehreren Leuten. Also, wenn ihr Bock habt, da irgendwie so mit Community oder so, wir können uns auch, wenn ihr auch Bock auf Daisy habt, dann
Ja, Fans freuen sich über solche Aktionen. Können wir uns auch einen Server gönnen und darauf einfach so wirklich private Server und wir posten es dann auf Facebook und klasse, oder irgendwo. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Kündigen wir dann noch an und sagen, Möglichkeit wir mitspielen den. Ein paar Zentimeter fehlen. Habe ich auch neulich, das ist ein bisschen mehr. Aber so geht der Ball knapp drüber. Von Dennis kennt man ja, oder? Ja, kein Problem oder? Für ihn. Yes! Oh Gott, die Führung geholt. Von Dennis. Ja, und da gibt's auch so Special-Episoden, finde ich eigentlich auch ganz geil, die Idee einfach mit der Community zu zocken. Soll auch anderes machen. Und ja, würde ich mich echt freuen, wenn sich jemand melden würde und sage, ja, hab eigentlich auch Bock, immer so ein bisschen aufzunehmen. I'm all alone. Und nee, ja, und die stehen ganz sicher. Finden. Einfach wenn sich irgendwie zu dritt oder so macht, dann schon Bock. Kann man auch in ein paar Gruppen dann machen. Oder zu 500. Gutes Zweikampfverhalten. Ja, so Server, 800 Leute passen drauf, wenn wir mal 500 Leute machen. Ich stell vor, der 700, 800 Leuten. Du würdest einfach überall jemanden finden. Ja, überall die Ecke. Ja, so wird niemand ja, hier, aber Rizzino weiß ja, denn, Rizzino kann uns einfach mit einem 4 durchrattern. Da müssen sich die Verteidiger erstmal um die Angreifer kümmern. Tja, der Sie auf jeden Fall. Geiles Spiel. Richtig geiles Spiel, haben sie wirklich Hammer gemacht. Und vor allem, das halt... 5 Minuten bis zum Ende der regulären Spielzeit. Ich weiß gar nicht, wenn man nicht wüsste, dass eigentlich wenn jetzt eine präzise Flanke 2015 kommt. Eigentlich noch entwickelt wird. Autos, mehr Tiere, mehr Staff, mehr Animationen. Ich versuche, an den Ball heranzukommen. Ja, obwohl ich nicht weiß, wie sie es machen wollen, weil entweder machen sie Karte. Ich weiß auch gar nicht, ob sie Autos überhaupt machen. Was ich aber feiern würde, wäre irgendwie... Ich meine, die Wege sind schon ziemlich lang, du brauchst schon ziemlich lange. Das ist das einzige Negative, was ich für Notal Hacker. Ja, auf jeden Fall irgendwelche Fahrzeuge. Was ich feiern würde, wäre einfach mal ein Fahrrad. Sehr geil. Das gibt's ja bei Arma 2. Oh, Sebastian, war da was mit dem Rasen? Echt? Ja, das mit dem Rasen oder mit der Ballannahme. Du bist da schneller, es macht Spaß, du bist in der Natur, in der Bewegung, an der frischen Luft. Die Möglichkeit, hier nochmal in die Offensive zu kommen. Klare Sache, Einwurf. Jetzt hier wohl für mich schlechter. Ja, irgendwelche Fahrzeuge brauchen sie schon, was ich meine. Muss dem ja für die Karte an und dann bist du deine Freunde gefunden, hast du nur mitten am Land. Entscheidet auf Freistoß. Keine Ahnung. Mitten am Land. Jetzt bin ich voll abgeschnitten. Einen kleinen Cut gemacht wegen. Pinkelpause! Kleinen technischen Problemen. Pinkelpause. Und der Torwart genau im richtigen Augenblick an genau der richtigen Stelle. Na, wo war ich? Daisy, krass Video, Freunde finden, lange Karte, große Karte, lange brauchen, um Freunde zu finden. Genau geteilt. Genau, wenn du neu spawnst, wer jetzt spawnst du ja, und schauen wir da drin. Jetzt spawnst du ja, super Pass, jetzt spawnst du ja mit einem Scheiße. Also kannst du. So, oh! Das ist noch heiß. Ja, leg mir doch am Arsch. Achso, ich meine natürlich. Bei denen gibt's ja, ja, Kruzifix, ja, ist das jetzt blöd? Technisch stark, sehr dynamisch. Und der Schiedsrichter und beendet aus. Die Partie. Das war zwar nur ein Freundschaftsspiel, ja, aber sie feiern schon diese Freundschaftsspiel, gutes Spiel. Ja, guten Spiel. Wir lassen nicht noch sie drauf haben. Und genau Game, deswegen machen wir jetzt braucht man so, ja in der Natur schließlich. Zumindest was die heutige Partie und angeht. Schönen Tag lass noch. Lass noch ein Spiel aufnehmen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, mal schauen. Genau. Ich gönne mir jetzt erstmal eine Pizza. Und bis dann. Bis dann.